Kiki. Kialo, Kialo, Kialo. Kialo? Das ist genau der Schlüssel gewesen, der uns noch fehlte, nämlich der Blick auf diesen Schrein oder die Zeichnung dieses Schreins, in dem es nämlich darum geht, dass wir tatsächlich von der Erde stammen. Und also im Moment Planet of Lana eine weit, weit, weit entfernte Zukunft vor Augen sehen, die mehr oder weniger nach vielleicht apokalyptischen Ereignissen jetzt in einer sehr vereinfachten menschlichen Zivilisation sich wiederfindet. Und die Maschinen, die uns hier feindlich gegenüberstehen, uns mehr oder weniger bei der Flucht von der möglicherweise sterbenden Erde unterstützt haben. Und dann bekommt das Ganze noch sehr viel mehr Tiefe, als es zu Beginn den Anschein hatte. Hola, Imui.
Niki. Aqui, mui. Kialo. Kialo. Olá, mui. Hola, muy. Ima. Ima?
Imalai. Kialo mui. Muy.
aquí. Quiero muy. Quiero. Hola, muy. Kiwi. Quiero muy. Hola.
So, und mit diesem wirklich tollen und sehr sentimentalen Einstieg in das wahrscheinlich letzte Kapitel dieses Spiels würde ich sehr gern an der Stelle rausgehen. Und Quicktime-Events hin oder her, das ist nicht immer meine Stärke, wie man gerade gesehen hat. Und ich hoffe, dass das jetzt im letzten Teil des Spiels tatsächlich mir etwas besser gelingt. Und ich bin wirklich gespannt, wie von hier aus die Story sich weiterentwickelt. Vielleicht ein ganz kurzer Satz noch dazu. Man hat gesehen, dass die Welt, in der wir leben, wirklich bedrohlich ist und bedrohliche Szenarien bereithält. Und dass die Maschinen uns tatsächlich davor versuchen zu beschützen. Vielleicht ist das auch ein Schlüssel für das Grundverständnis dann des Spiels. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin dranbleibt nach diesem wirklich sehr, sehr, sehr schönen emotionalen Höhepunkt, von dem das Spiel so viele anbietet, dass es tatsächlich eine wahre Freude ist. Also bis zum nächsten Mal und auf ganz bald, ja? Also das heißt, ich setze das unmittelbar fort. Bis dahin, ciao.